herzlich willkommen zum Halbfinale von Alpha Royale. Oh mein Gott, in München war es richtig geil. Es haben sich 4 MCs durchgesetzt und die ersten 2 stehen hier auf der Bühne. Bevor ich sie ankündige, es gibt natürlich ein Gremium aus 3 Leuten, die entscheiden, wer ins Finale einzieht. Es geht um 10.000 Euro, es geht um eine Albumproduktion, um Videos im Wert von Geld, was ich auf jeden Fall nicht auf dem Konto habe. Aber einer hat's. Bitte macht mal Applaus für Kollege! Zweiter Herr in der Jury, auch er hat Rap-Verstand und wird genau hinhören und am Ende mitentscheiden. Ein Riesenapplaus für Jigsaw! Der dritte Herr hat oft genug selbst auf dieser Bühne bewiesen, was er drauf hat, immer Capella-Rap. Deswegen einmal Applaus für Tierstar! Und nun bitte ein Riesenlärm für die beiden Kontrahenten, Lyrico und Cynic Dortmund! Lyrico wird in diesem Match anfangen. Ich brauche eure absolute Ruhe. Hört ganz genau zu. Dortmund, erste Runde Lyrico, Alpha Royale, seid mal jetzt alle ruhig! Oh yeah! Cynic! Cynic, Cynic, Cynic! Schön, dich zu sehen! Spaß, hässlicher Hurensohn! Hey, du machst immer richtig Krach, eh? Du bist eine Maschine! Publikumsliebling! Aber ich bin heute wie der skrupellose Pfleger auf der Intensivstation. Ich werde die Maschine killen, um endlich mal die Ruhe genießen. Hey, fällt das Mike im Haus? Hey, Publikumsliebling, aber ich bin heute wie der skrupellose Pfleger auf der Intensivstation. Ich werde die Maschine ausschalten und endlich mal die Ruhe genießen. Was willst du denn, Donite? Junge, jeder weiß, der Spaß ist schlecht. Dicker, dein letztes richtig gutes Match hast du gemacht. Da hat Virus das letzte Mal einen fehlerfreien Satz gerappt. 1980 etwa. Aber ey, most viewed, hä? Am meisten angeschaut. Zusammen circa 2,8 Millionen Views. Ja, da guckt der Cynic gerade, was ich für eine krasse Recherche betrieben habe. Macht mal Lärm. Ach, wollt ihr mich verarschen? Das sind doch nicht Cynic-Zahlen. Das ist einfach nur die Statistik der erfolgreichsten Folge der verfickten Lindenstraße. Lindenstraße. Da juckt's mich vom Kopf bis zum Fuß jetzt. Junge, bevor du damit angibst, solltest du Spaß mal überlegen, was in Deutschland sonst noch most viewed ist. Du bist also Mainstream? Gut, dann ist mein Mittelfinger jetzt der Ekelreflex. Fuck it, du bist nicht Battle Raps Held, du bist Battle Raps Bild-Zeitung und Battle Raps DSDS. Junge, überleg doch mal, was bei uns noch most viewed ist. Nur auf hohlen Konsum ausgelegtes dummes Gebumse. Von der abartig wichsenden Krasavitsch bei Big Brother bis zur angespritzten Michaela Schäfer in der Dschungelcamp-Dusche. Dicker, du bist Battle Raps Dschungelcamp-Dusche. Das ist bei uns most viewed. Und das bist auch du. Ey. Und das bist auch du. Aber in das Rudel voll Huren passt du ja ganz gut. Denn du bist vielleicht am meisten angesehen, aber bei keinem angesehen. Yeah. Und deshalb passt der Vergleich mit der Lindenstraße auch perfekt zu dir, Spast. Weil du auch immer nach einem nervigen Intro lachhafte Skandale in schlecht aufgesagten Texten verpackst. Junge, warum bist du denn most viewed, hä? Es liegt nicht an deinen Leistungen, denn diese mal so, also nein, daran liegt's nicht. Es liegt nicht an Reimen und Technik, denn dabei scheiterst du kläglich. Nein, es liegt daran, dass dein Scheiß echt für jedes, noch so klein geistiges Elend, was von Hip-Hop noch so weit weg entfernt ist, aber jedem Hype hinterher rennt, selbst mit einem rostigen Nagel im Kopf, immer noch einfach zu checken und leicht zu verstehen ist. Das ist der einzige verfickte Grund. Junge, denn deine Lines sind nicht... Deine Lines sind... Ah, Alter, meine Fans sagen, ey, dein Shit ist kaum menschlich, sautechnisch, aufwendig und ballert wie 1000 Gramm Puder. Deine Fans sagen, boah, ich hatte immer eine herbe Lernschwäche, aber Cynic Battles kann ich alle auswendig, Bruder. Ey, mach mal Lärm, seid ihr da oder was, Alter? Junge, ich bin Lyrico, seitdem ich 13 bin. Du bist Cynic, seitdem es Preisgeld gibt. Was für Leidenschaft. Endlich, Alter, ich komme auch langsam rein. Wartet. Ey, ja. Ey, ich bin Lyrico, seitdem ich 13 bin. Du bist Cynic, seitdem es Preisgeld gibt. Was für Leidenschaft, erzähl mir doch keinen. Du wärst schon lange weg, aber bist an das hier gebunden, weil dein Comedy-Scheiß nichts bringt. Ey, in irgendeinem Interview wirst du mal gefragt, ob du ein Album machst. Und du antwortest, ich verstehe die Frage nicht. Niemals. Junge, du hast selber gesagt, dass du dein Plastik-Rap niemals auf eine Platte presst. Und naja, ich bin ja jetzt auch dein Gegner, also du hast ja recht. Aber was soll das dann jetzt? Jetzt stehst du plötzlich doch hier und willst Stress. Du sagst, Musik ist wie Religion. Wenn es keinen Sinn macht, besser mal für sich behalten. Und du behandelst Musik mit Respekt. Willst du mich verarschen? Was laberst du gerade? Ey, lass mal was trinken, bitte.
Junge, was laberst du da? Außer Kohle ist dir doch alles egal. Du sagst, du behandelst Musik mit Respekt, aber bringst im nächsten Moment irgendeinen behinderten Song für die Ballermann-Charts und kämpfst dann beim Alpha Royal um einen Plattenvertrag? Verpiss dich, Alter. Du hast selbst gesagt, dass du niemals Musik machst. Du hast uns angelogen. Keiner kann dir trauen. Dicker, das Einzige, was du hier wirklich gerade machst, ist, jemandem deine Albumproduktion wirklich gebrauchen könnte, den Line-Up-Platz zu klauen. Aber damit ist jetzt vorbei, du kleiner Clown. Time, erste Runde, let's go, Alter. Erste Runde von Lyrico. Bitte da hinten in der Ecke. Leute, Ruhe, ja? Erste Runde, Cynic. Seid mal jetzt alle ruhig. Okay, das war ein guter Plan von mir, mich vor der Crowd zu verkaufen, als ob ich kein Rapper wäre. Das war ganz krass. Aber deine Taktik ist wie die Frisur vom Boss. Das ist ein sehr durchschaubarer Ansatz. Wird das hier ein ernstes Battle? Sicher nicht. Und ich werde dich vor deiner Crowd auch nicht fragen, ob du behindert bist. Du bist der sympathischste Battle-Rapper Deutschlands. Selbst mit 3-4 gebrochenen Rippen hier kommt er. Steht hier witzig und locker. Aber ein sympathischer Battle-Rapper. Dicker, das war ein pazifistischer Boxer. Hey, du bist 90er Jahre Deutschrap. So siehst du aus, von Anfang bis Ende, Mann. Klar, dass man dir auch keine Eigenwerbung nützt. Du siehst, du hast den Swag von Dendemann und siehst aus wie der damalige DJ von Dynamite Deluxe. Es ist nicht mehr aktuell, wenn Hosenbein oder Ärmel so weit sind und abstehen. Ich sag dir das jetzt und ich hoffe, deine Klamotten sind nicht sauer auf mich, ne? Wir haben schon 2018. Mittlerweile pflegen sich selbst Hip-Hopper. Hat nichts mehr zu tun mit dem damaligen ganz fiesen Pöbel. Ich habe gar keine Ahnung von Photoshop, ne? Aber den schneide ich locker in so ein altes CD-Cover der massiven Töne. Und das für dich auch gar keine Beleidigung, ne? Denn du bist Hip-Hop to the fullest, sind für dich alles Helden. 7. Klasse Gesamtschule, Lehrer stellt eine Frage und Yoshi ist sich so am Melden. Du sagst auf der Stage, ich bin seit 15 Jahren auf der Bühne und zerficke MCs. Du bist um die 30, ne? Und vor 2 Jahren hast du gesagt, dass du seit 15 Jahren einfach so MCs zersprengst. 30 minus 2 minus... Seitdem du also 13 ist, geht's um nice Flows und dicke Jams. Der Großteil hätte es wahrscheinlich selber ausrechnen können. Denkt aber bitte auch an die Mighty Mo und Jizzy-Fans. Und ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen, dass du mit 17 angeblich schon ein erfahrener Rapper warst. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen, was ein Siebtklässler so für Texte hat. Du hast mit 13 schon gespittet, okay, heftig, krass, und hast doch all deine Gegner weggemacht. 17 Jahre im Game und du zerberstest das. 17 Jahre und du bist immer noch das stärkste Ass. Dein letztes Battle war gegen Henry. Henry. Merkst du was? Mit Karriereplanung hast du nicht so, ne? Aber ich auch nicht. Aber was er hast, ist eine krasse Stimme. Der hat die heftigste, ich hab ja gerade gehört, ne? Die Stimme ist echt sick. Und die ist auch der Grund, warum er annehmbar auf Tracks klingt oder warum Punchlines oder Reime gefeiert werden, die eigentlich Dreck sind. Du hast die Stimme eines animalischen Brechers. Hier battelt quasi Kermit der Frosch in der Dortmunder Nordkurve gegen den Stadionsprecher. Aber die Stimme ist auch das Einzige, was du hast, ne? Und dann kommt Reim, 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 Reim. Und da weiß ich, ah, jetzt muss ich jubeln, ne? Aber soll ich mal sagen, Alter? Hast du Zeit? Hast du Reime? Ist so. Ich habe letztens auf der Arbeit 15 Minuten Pause gehabt, ne? Das kam dabei raus, pass auf. Du siehst aus wie ein blassbleicher Spaten, der Backsteine stapelt. Und ich bin dann einfach abends ein ganz feiner Pate, der kalt in Neapel mit Malkreide ganz harte Punchline-Passagen an Anzeigen malte. Mit krass geilen Handzeichen, Hasen verjagte und astreine Mastschweine ganz nice besamte. Das ist Rap. Time. Schöne erste Runde von Cynic. Applaus, Dope und... Sehr, sehr nice. Und jetzt bitte, bitte gönnt ihm die Ruhe. 2. Runde Antwort. Seid mir jetzt alle ruhig. Hey! Oh, Dicker, nice Runde. Eigentlich sick. Aber Dicker, die haben gerade Jizzy mehr gefeiert als dich. Hey, wartet, wartet, wartet. Hey, Zitat Cynic. Und ich habe mein Leben gefickt, um das auswendig zu lernen. Da kannst du mir glauben.
Und jetzt komme ich wieder damit, ich hätte keinen Flow. Und du wird hier nur so ein ganz langsames Gebrabbel-Rhyme. Ich ficke deine Mutter ohne Ehre in den Arsch, ficke Jakob den Drachen und nenne das Ganze Double Time. Cynic, das ist wack. Aber wow, Flow. Aber wow, Flow. Ey, wenn du das heute nochmal versuchen solltest, dann sage ich dir Cynic. Genau so, genau so. Aber er braucht ja nicht geil zu rappen, denn er ist ja respektlos. Hä? Er braucht keine herbe Technik und er braucht keine Rap-Tracks. Aber wie respektlos du bist, hast du mir damals sehr eindrucksvoll gezeigt im Frauenfeld Backstage. Hä? Kannst dich erinnern, Cynic? Kamst mit wackeligen Knien und der Stimme zittrig zu mir und meintest, oh Alter, das fickt mich richtig, aber ich mach das jetzt. Und ich fragte mich, was den Spaß denn so in Angst versetzt. Hat er vor, sich von 50 Cent ein Autogramm zu holen oder was ist jetzt her? Geht Richtung 50, aber dreht ab nach rechts, steht plötzlich vorm Savage Camp und holt sich Lars Unlimited ran und quatscht den Text. Hey Bruder, much respect, aber wir sollten echt mal battlen. Das wäre hammerfett. Und Lars so, ja, ja, nett. Du, ich muss jetzt wirklich los für die Show zur Bühne. Und du so, oh, ey, aber behalt mich doch im Hinterkopf und können wir vielleicht noch ein Foto schießen, Dickerchen? Ah, oh, Cynic, echt ohne Witz. Da hast du mir aber mal richtig gezeigt, wie respektlos du bist, ey. Ja. Let's go, Alter. Seid ihr da? Ey, plötzlich verlorst du deinen Schwanz wie ein Gecko, nur weil du vor dem Unlimited standst wie das Echo. Ha, das sollte es werden, dein wichtigstes Battle. Aber leider hat Unlimited schneller diesen Cynic vergessen, als der Fischer seinen Text bei einer Diltily-Session. Und ja, vielleicht wird das Battle ja noch irgendwann mal nachgeholt. Aber dann wohl eher wegen den horrenden Summen, die man diesem Lars anbot, als dass er wirklich darauf Bock hat, dass er Cynic, Mr. Respektlos, lass mal bitte ein Foto schießen, vor versammelter Mannschaft den Arsch versohlt. Junge. Jetzt kriegst du den. Ja, ihr seid meine Fans. Euch mag ich, die da drüben. Junge, jetzt kriegst du den Gnadenstoß. Du machst jeden Plan ganz groß, aber laberst bloß und sahst als Transin etwa aus wie Kadalot. Ohne Witz, Facts. Du wirfst Merlin vor, nur Battle-Rap zu haben und wenn das nicht mehr wäre, bleibt ihm nicht vieles und sagst im gleichen Battle, in spätestens 2 Jahren fährst du durchs ganze Land mit deiner Comedy-Tour und hältst dich für was Besseres. Dicker, das war 2014. Lüri, komm in die Spur. Hast du sie jetzt vor 2 Jahren wirklich verschlafen, die große Samuel Sibilski Comedy-Tour? Nein, Mann. Nein, Mann, weil der Quatsch niemals da war. Alles Gelaber. Cynic, sieh es ein. Im Winter bist du der Kaffeespasti und im Sommer der saufende Obstverkäufer am Strand von Cala Ratjada. Mango, Banana, halt deine Fresse, Alter. Für deine Unsicherheiten sind deine Battles für mich wie eine Fundgrube. Du musstest dir vor Lars Unlimited die Pisse verkneifen wie R. Kelly von der Grundschule. Du an der Spitze ist beknackter, als es Donald Trump ist. Mann, du durftest Lars Unlimited den Buckel runterrutschen wie beim verkackten Dromedar-Ritt. Ich find dich nicht witzig, nicht in Battles und auch nicht bei deinem Comedy-Shit. Dicker, du musst dich wirklich ändern. Und nach deiner Vergangenheit wäre Bruce Jenner da vielleicht ein passendes Vorbild für dich. Fuck it, ich hab keinen Bock auf den Mist, weil es zu viele von seiner Sorte schon gibt. Bitte mach endlich was Sinnvolles. Häng die Battle-Rap-Karriere an den Nagel, häng dich wieder in das Loch wie eine Bitch und bring uns endlich Gospel zurück. Fotze! Time, Alter. Zweite Runde, Cynic. Let's go! War eine super Runde. Ich werde aber nicht panisch. Freut mich einfach nur, dass du heute Abend auch wieder da bist. Wieder nice, reingefunden hast, fand ich nice. Maul. Als das Halbfinale feststand, ne, Cynic gegen Lyrico und Jarambo gegen Mighty Mo, sorry, Mighty. Als es feststand, war es deutlich, wie sich alle am Freuen sind. Auf heute. Alle, bis auf seine Freundin. Denn die kennt meine Battles. Und die hat weniger Angst davor, dass ihr Freund, ihr heute eventuell gegen mich rausfliegt, als dass ich euch erzähle, wie die aussieht. Und ich kann das verstehen, ne? Ich meine, du kennst... Ne? Das ist
Das ist echt nicht nice. Aber wenn ich die wäre, hätte ich immer noch mehr Angst davor, dass ich euch erzähle, dass die Sandy heißt. Hey, ich bin die Sandy. Ich bin der Yoshi. Aber zuerst mal zum Positiven. Sandy und Yoshi sind verheiratet. Ehrlich gut, Alter. Respekt an die Frau, Respekt an den Mann. Das ist so ein Pärchen, wenn man die sieht, die sind noch gar nicht so alt, aber wenn man die sieht, denkt man sich, oh, die sind aber schon länger zusammen. Und das sind die auch, ne? 12, 13, 14 Jahre, übelst lang, ne? Geil, Alter. Das heißt, sie war deine erste und deine einzige, deine große Liebe. Und du genießt mit ihr auch jeden Augenblick. Aber Bro, das heißt im Umkehrschluss auch, du hast noch nie eine andere Frau gehört. Traurig, nicht? Und ich will dich auch gar nicht verführen. Von wegen, andere Mütter haben auch stilvolle, schöne Töchter. Aber du entscheidest dich in deinem Leben also für Pizza und nimmst eine Tiefkühl von Dr. Oetker. Und obwohl sich Sandy und Yoshi, eh schon anhört wie so ein minderjährigen Inzest-Plattenbau-Porno aus der Ostzone, bin ich der Meinung, dass ich eure Beziehung durch dieses Battle nur noch stärker mache. Denn erst seitdem ich euch kenne, ist mir auch wirklich selber klar, es gibt echt noch Menschen, denen kommt es wirklich ausschließlich auf die inneren Werte an. Denn die Sandy, ne? Die ist so ein Vierauge, Alter. Ja. Ich habe selber eine Brille an. Bitte sehr. Aber ich schwör's euch, ne? Das, er ist keine Brille mehr. Gar kein Spaß. Brattern, Panzerglas. Ey, aus Brenner Brille haben die früher wenigstens noch ein Fahrrad gemacht. Aus ihrer machst du eine ganze Glaskuppel. Durch die Brille kann selbst Ray Charles gucken. Und wo der Yoshi sich noch denkt, ach, das Brillenmodell von der Sandy, das ist aber raffiniert. Dafür Applaus, denke ich mir, Alter, K-Glas repariert. K-Glast. Aber ich höre auf jetzt, Alter. Du bist schon wieder am Schwitzen, ey. Aber du bist generell so ein Schwitzer, ne? Du schwitzt immer. Viel. Passt aber auch so. Deine Freunde habe ich auch gesehen, Alter. Umfeld. Alles richtige Harzer. Unter uns, ehrlich, du riechst manchmal auch ein bisschen komisch. Und das sag ich dir als Schwarzer. Hey Dortmund, seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Viele halten mich für eine Tomate, einen Lauch, eine Wurst, wollen mich abkochen, aber die haben eine Vollmeise. Die wollen mich filetieren und mit anderen Gurken in einen Topf schmeißen. Aber ich zwiebel den eine und hau die in die Pfanne, denn die sind voll scheiße. Und ihr denkt euch jetzt, warte mal, macht der Cynic jetzt auf Chef in der Küche und grillt noch tote Rinder? Samuel, Koch, ich bin doch nicht behindert! Ey, hör zu, nur ich zähle in diesem Kosmos. Ich will nur mich und nicht die ganzen anderen Spasten nennen. Die wollten Rapper Mittwoch vor 3 Jahren schon umbenennen. In Cynic und die anderen. Ja, weil alle sagen, die sind Rapper. Aber keiner kann mit Worten so vielschichtig umgehen wie ich. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Apropos stimmt. Viele Behauptungen, das würde unter anderem ein Battle der Stimmen. Stimmen. Entweder geht es A, um die Stimmigkeit in seinen Texten oder B, um seine Bestimmtheit. Antwort B stimmt. Aber ich lasse B stimmt nicht zu, dass die Stimmfarbe oder Stimmlage den Ausgang dieses Battles B stimmt. Seine Stimme geht, aber ich muss euch darauf einstimmen, dass es hier nicht nur um die Stimme geht. Oder geht es euch um Stimmen? Okay, gut, weil sonst müsste ich euch umstimmen. Was ich schreibe, Maul halten, was ich schreibe, ist krank.
Und es ist ebenfalls krank, wenn ich sehe, irgendeiner von den Rappernasen hat sich wieder mit krassen Klamotten so einen ganzen Schrank voll geleistet. Krank, wenn ich sehe, dass Netflix sich wegen Kevin Spacey keine weitere Folge leistet. Krank, wenn ich sehe, was Bryan Cranston bei Breaking Bad in jeder Folge leistet. Krank, wenn ich sehe, dass niemand wertschätzt, was jemand wie ich für seine kleinen Erfolge leistet, während jemand wie er nichts macht, außer Folge leistet. Um den Unterschied kurz klar zu machen. Das mit deiner Frau nehme ich auch wieder zurück. Also nicht wie die aussieht, sieht aus wie die aussieht, aber... Das war nicht böse gemeint. Und ich will von dir, sorry, von ihr auch nicht abgestochen werden. Aber wenn ich einen Battle-Rap-Gegner habe und die Freundin so aussieht, muss das einfach angesprochen werden. Und du fahr weiter deine Schiene von wegen, ich bin kein Rapper, ich mache keine Musik und ich bin ein Opfer. Aber wenn du mehr Hip-Hop bist als ich, dann wäre es ja jetzt mal an der Zeit für deinen allerersten gelungenen Freestyle-Konter. Hey. Hey, ich glaube gar nicht, dass ich mit diesem Lauch jetzt hier stehe. Ja, ich bin verheiratet, aber um deine Mutter zu ficken, habe ich selbst von meiner Frau das okay. Guter Konter, ja? Hey, was laberst du da? Da kommt der mit sowas. Du hast Angst, dass die dich absticht, aber die sticht dich 100 pro ab. Hey, ja, Dicker, du guckst mich immer so komisch an. Ich mag das nicht. Zinnig, du alten Witzewerfer. Ich glaube langsam, du warst nur im Fußballverein, um später mit Männern duschen gehen zu können wie Hitzelsberger. Und auch jetzt spürst du es vibrieren im Becken. Du brauchst dir gar nicht so viele Lügen zu rappen. Du hast mir mal erzählt, in deiner Freizeit guckst du gerne Lyrico-Paddles. Dicker, du magst mich. Und das ist auch der Grund, warum du sagst, ich wäre zu weich für dieses Battle-Ding. Lyrico, der zu jedem nett ist. Aber Dicker, das ist doch überhaupt gar kein Problem in Battles, denn ich stehe ja jetzt auch gerade vor dir und zerleg dich, Faggot. Ihr müsst ja auch nicht alles von diesem, potthässlichen Dulli glauben. Mann, ich könnte dich hier abstechen und wäre trotzdem noch süßer als Stoffhäschen und Kulleraugen. Ich könnte dich bespucken und alle sagen süß, wie Käsetorte und Sahne. Er ist immer freundlich, während ich die Leichen meiner Ehrenmorde begrabe. Der Top-Kommentar ist erst obersympathisch unter dem Video, auf dem ich gerade eine Babyrobbe erschlage. Es ist Lyri. Mann, ich bin der Typ, der bei der Zerstörung von Cynic im Titelmatch im Hintergrund sitzt und Popcorn frisst. Der Typ, der sich eine Meth-Pfeife anmacht, wenn er bei Marvin Game in der Hotbox sitzt. Fuck it, mir ist alles so scheißegal. Zu deiner Hexenverbrennung bringe ich Marshmallows und Stockbrot mit. Hey, so sind wir halt. Wir haben alle zwei Seiten. So sind die Menschen eben. Aber im Gegensatz zu deinem Respektlos habe ich mir das Prädikat sympathisch niemals selbst gegeben. Und auch im Gegensatz zu dem, was die Gegner in meinen Battles reden, habe ich niemals von mir selber behauptet, ich wäre nett zu jedem. Aber vielleicht haben sie ja recht. Das ist halt meine Art. Aber dann bin ich lieber jemand, der nicht davor zurückschreckt, vor jedem den gebührenden Respekt zu hegen und deshalb vielleicht ab und zu nicht so eklig puncht. Aber damit kann ich besser leben, als stolz darauf zu sein, wie respektlos ich bin und es normal für mich ist, dass ich über jeden Menschen hinwegzusehen. Fuck it, Alter. Egal, mach mal Lärm, seid ihr noch da, ey? Bei Mädels bittere Pillen geschluckt. Weißt du, kennst du das noch? Bei Mädels bittere Pillen geschluckt, sitzen geblieben, Sachen geklaut, Sachen verkauft, Strom abgestellt, vierstellige Summen verzockt und das jeden Monat, aus der Wohnung geflogen, Freunde und Familie betrogen. Was will Bong, Taggy, dir denn erzählen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er dir nichts erzählen kann, wa? Aber vielleicht hat er einen Tipp für dich, wie man nicht alles Erdenkliche verkackt, was man im Leben anfasst. Was ist eigentlich mit dir los? Bist du zurückgeblieben? Oder hast du was mit den Nervenenden? Denn die Fragen, die du nie verstehst, sind eigentlich gar nicht so schwer zu checken. Ja, ich schick dich Richtung Mondpenner. Du fragst Menschen, ob sie behindert sind. Dabei fühle ich mich gerade wie dein verfickter Inklusionshelfer. Was starker Gegner? Was most viewed? Ich hau den Wichser breit wie Pizzateig. Und selbst wenn du denkst, ich punche hier zu weich, hat es wenigstens bis hierhin und immerhin noch für dich gereicht. Fuck it, Dortmund. Letzte Zeile, ey. Denn auf deren Höhenflug rupf ich diesen Vögeln allesamt die Flügel, bis sie im Chor schreien, all hail to the king, is this motherfucking... Danke, ich bin raus, time, 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 Alter. Hartes Ding heute, ey. Hartes Ding. Dritte und letzte Runde, Cynic. Hör zu. Vor 4 Monaten, ne? Da war ich noch auf Mallorca. In Calaratiada, in Chuka. Meine Spasti-Kollegen, ja, Mann, Alter. Qualm unter Palmen.
Da hat mich einer aus dem Team von Kollege angemeldet. Nach dem Motto, hey, wir machen ein krasses Turnier. Da werden die besten MCs zusammengestellt. Es gibt Promo, 10.000. Wir werden versuchen, euch in Stars zu verwandeln. Und ich so, okay, gut, ich bin dabei, glaube ich. Lass nur einfach kurz die Gage verhandeln. Und die so, Gage? Gibt's jetzt nicht. Aber es gibt ja Promo und der Gewinner kann am Ende 10.000 kriegen. Da habe ich einfach nur so ein paar Lachsmilies zurückgeschickt. Die wo so die Tränen aus den Augen schießen. Am selben Tag kriege ich noch eine Voicemail vom Boss. Von wegen, das ist schon deren Ernst. Ich sag, mag ja sein, aber ich sehe das mehr als Scherz. Ich habe sofort Tierster kontaktiert und meinte, hör mal zu, wenn die Hauptdarsteller hier nichts bekommen, bin ich bei der Kacke partout nicht am Start. Hab auch gemerkt, dass er am Telefon schon so ein bisschen unsicher war und dann zu meiner Enttäuschung festgestellt, dass der Großteil der Spastis hier schon zugestimmt hat. Ey, lange Rede, kurzer Sinn, ohne mich gäbe es für keinen der Nasen. Einen Cent Gage. Ich will mich auch nicht selber loben, die Annahme ist sehr schade. Ich finde nur die Kunst, die wir euch präsentieren, die muss doch auch einen Wert haben. Da sagen die zu mir, es gibt Promo, Likes und Follower, aber kein Geld. Wie kann einer aus deren Team nur so reinscheißen? Und ich gehe am 1. des Monats zu meinem Vermieter und sage, Miete wird knapp, aber mach ich keine Sorgen, ich habe übelste Reichweite. Wo wir schon mal bei Real Talk sind, Alter, ne? Wenn wir ehrlich sind, wir beide, Gian, Tierstar, alle, wir sind alle nur Schachfiguren, die zur Verstärkung ihrer Album-Promo benötigen. Schachfiguren. Und ich rede nicht von Pferden, Türmen oder Königen. Die denken sich, gib den Bauern ein paar hundert für den Auftritt, ein paar Tauis für das Team und dann 10.000. Aber ey, das macht doch eigentlich für kaum jemand Sinn. Macht wirklich für kaum jemand Sinn. Mister, ich will nur meinen Spaß. Hast du ehrlich mal gesagt, ne? Standst in dem Battle und meinst, ey, ich bin eigentlich nur zum Spaß hier. Ich will es auch für ein paar Bierchen machen. Er ist voll sympathisch, Alter. Aber ohne Spaß, damit fickst du uns alle. Du bist nur zum Bier hier, Alter. Ich glaube, du tickst nicht mehr richtig. Hat einer ein Bier? Ja, ne? Ja, verpiss dich. Das ist kein Spaß. Mögen auch manche Lines lustig sein. Jemand baumelt hier mit deinem Lebenstraum vor deiner Nase. Junge, nice, du kannst hier das gewinnen, was du dein Leben lang wolltest, seit deiner Jugendzeit. Wenn du das hier gewinnst, ist dein Leben auf einmal schöner und super geil. Wenn ich das hier gewinne, da bin ich einfach nur das erste Mal seit 12 Jahren schuldenfrei. Props an Tipico an der Stelle auch nochmal. Time. Macht mal bitte einmal Lärm für dieses erste Halbfinale heute Abend. Die Jungs geben sich Respekt. Die Jury berät sich gerade. Ich meine, ihr könnt für euch entscheiden, wer für euch der bessere MC war. Aber es geht hier, wie eingangs schon erwähnt, um 10.000 Euro und eine Albumproduktion. Und ich bin gespannt, was Tierstar, Jigsaw und Kollege entscheiden werden. Aber ich fand das schon, das hat so ein bisschen auch, es war echt, war eine geile Reaktion vom Publikum, Alter. Es kam kein Name so eindeutig raus. Geil. Seid mal jetzt alle ruhig. Aber geil, das ist doch geil, guck mal, die Leute stehen hier, das ist genau, was wir wollen. Darum geht's, es geht um Battle Rap, es geht um Meinung, jeder hat seine Meinung und zusammen feiern wir alle Battle Rap. Deswegen alle mal die Hände hoch und lärm für Battle Rap Doppel! So! Nein, 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 der sieht nur so aus, das gibt's öfter. So! Dieter, Karl-Heinz, Hassan, seid ihr bereit für die Konferenz? Auf jeden Fall, was geht ab? Fünffach? Erstmal Fünffach, seid ihr best. So, erste Runde ganz klar Sneak, gar keine Frage. Zweite Runde gut standgehalten, aber trotzdem Sneak. Dritte Runde auch Sneak, ganz klar. Zerfetzt, Respekt. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid stabil. Mein Sip ist auch stabil. Alpha Empire. 1-0 Cynic.
Tolle. Also schwierige Entscheidung. Wir haben auch relativ lange jetzt uns noch beraten. Erste Runde würde ich relativ klar an Cynic geben. Zweite allerdings, die fand ich von Lyri wiederum stärker. Die dritte Runde hatte Lyri sehr viele Slip-Ups, das war relativ unrund, er ist rausgekommen, am Ende hat er fast aufgegeben. Cynic war sicherer, allerdings hat er die Hälfte der Runde eher gegen die Veranstalter gebettelt. Ich gebe heute noch einen aus und ich hau noch ein bisschen Trinkgeld hier raus, kein Ding. Daran soll es nicht scheitern, auf jeden Fall. Ich würde da einen Draw geben, da muss ich insgesamt überlegen, wer hat mehr harte Treffer gelandet. Das war meiner Meinung nach... Es war so ein bisschen von der Aura wie Engel gegen Teufel. Und ich muss es einfach daran festmachen, wer hat mehr getroffen. Und das ist in dem Moment einfach Cynic gewesen. Hier ist er. Die Entscheidung ist ja durch, aber ich möchte trotzdem die Meinung von Tierster hören. Ja, die Entscheidung ist durch und das meiste wurde auch schon dazu gesagt. Ich denke, hätte Lyri weniger Slip-Ups gehabt oder wäre auf dem konstanten Level geblieben wie Cynic, wäre das vielleicht noch ausgeglichener gewesen, aber mein Vote geht auch für Cynic. Herzlich willkommen, Cynic, erster Finalteilnehmer, Lyriko. Ich wollte noch was sagen. Hey Dortmund, die schönste Stadt der Welt. Mach nochmal Lärm, Alter. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hab ein bisschen reingeschissen. War eine harte Zeit. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Hey, und jetzt ab an die Bar. Endlich mal Bier, Alter. Finish. Let's go. Ich wollte auch noch kurz was sagen. Ganz kurz. Erstmal übelst danke für die Geduld hier, für die ganzen geilen Reaktionen. Hat wirklich übelst Bock gemacht. Und was viele auch nicht wissen, was ich nicht angesprochen habe, weil sonst wäre der noch sympathischer, als der eh schon ist. Der hat vor einer Woche erst ein Battle gehabt, ne? Vor einer Woche. Und ich glaube, keiner kann sich vorstellen, was das heißt, innerhalb von 6 Tagen nochmal ein neues Battle zu schreiben und auswendig zu lernen. Das ist krank. Wenn ich der gewesen wäre, hätte ich wirklich wie gegen Greg Pipe gemacht, Alter. Pff, 3 Runden so, Alter. Deswegen nochmal Respekt an Lyriko, bitte. Ein Applaus bitte für beide MCs. Erste Halbfinale. Alpha Royale. Willkommen im Finale. Cynic. Alpha Royale. Halbfinale. Es geht um eine Menge und die beiden Jungs wussten das, haben sich vorbereitet, ihr Ding auf die Bühne gebracht. Es ist für beide, glaube ich, kein einfaches Match gewesen. Ihr habt selber gesehen, es gab bei beiden Momente, wo sie ein bisschen gestolpert haben, wo die Konzentration so ein bisschen weg war. Aber come on, die Jungs haben beide schon so viele A Cappella. Was sagst du? Schiebo. Was sagst du? Habt ihr nicht gesehen, wie ich da durchgeflext bin, Alter? Wie durch Butter, Alter. Schiebung des Todes. Margarine meinst du? Nein. Butter. Butter. Ja, ich bin fertig. Okay. Ich habe mich aufgeregt. Right. Er hat sich aufgeregt. Cynic, wie hast du das Match gesehen? Ich bin einfach nur froh, dass ich vorher Geld in die Hand genommen habe, dass den Judges zugesteckt habe und dass die Entscheidung somit zu meinen Gunsten gefallen ist. Ja, ich habe Kollege auch von gesehen, er hat die 2 Euro ins Publikum gehalten, wie eine Goldmedaille und auch Tierstar hat mir gerade an der Bar einen Tequila-Shot zur Happy Hour ausgegeben. In diesem Sinne, Cynic, willkommen im Finale. Ja, wir können aber kurz nochmal... Ja, natürlich. Schnell nochmal. Ja, ja, schön reingeschissen. Ich habe mir ein bisschen vielleicht zu viel aufgeheizt, so 2 Battles in kürzester Zeit irgendwie. Ich dachte, das packe ich... war dann jetzt noch nicht so. Aber das Geile ist so, wenn man sich herbe darauf konzentriert, irgendwie noch den Text zu finden, braucht man auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Und dann guckt mich plötzlich G an und sagt, Dicker, konzentrier dich mal ein bisschen. Und ich so, danke, Dicker, korrekt. Ich meine, ich als A Cappella-Rap-Experte bin selber oft durch dieses Tal gegangen und wollte dich einfach nur auf den Sattel des Sieges setzen, aber es hat nicht mehr so funktioniert. Cynic, aber bei dir war auch zwischendrin, also jetzt mal wirklich die Frage, zwischendrin hatte ich so Momente, wo ich dachte, bist du auch raus oder war das das Konzept, dass du zwischendrin diese Pausen gemacht hast? Nee, also ich mache schon, setze schon Pausen, aber so lange Pausen dann auch wieder nicht. Aber nee, das war, ich bin rausgekommen, ich glaube in 2 Runden. Einmal habe ich dann, ich habe vorher auch so geübt, weil ich halt nur einen Monat Zeit hatte, dass ich so Cliffhanger mache. Wenn der Part raus ist, nehme ich den. Hat einmal geklappt. Einmal war es ein bisschen offensichtlich, glaube ich, weil da habe ich so 5 Sekunden gebraucht. Und ich bin einfach nur froh, dass es trotzdem halbwegs rund war so. Und natürlich im Endeffekt auch froh, Schadenfreude, sein Vater halt, dass er halt
dass er halt auch in einer Woche das nicht so flüssig hinbekommen hat, ja, wie es auch eigentlich gar nicht möglich ist. So. In diesem Sinne, Respekt an beide. Ich bin sehr gespannt. Cynic ist nun im Finale, wenige Schritte entfernt von einer Albumproduktion, worauf ich dann sehr gespannt wäre. Darf das sein nach deinem Mixtape? Du. Shot fire! Ja, aber Cynic du. Welches meinst du eigentlich? Beide.